Willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel. Wir verteilen hier einmal unsere Skillpunkte. In der letzten Folge haben wir den Teddybären von dem Professor gerettet, gefunden. Und wir haben das Foto von dem einen Professor, von seinem Sohn. Den Sohn mochte er so gerne. Er hat ihn als totalen Loser bezeichnet. Anders kann er sich nennen. Ich glaube, ich nehme das mal, den Nahkampfschaden. Und jetzt müssen wir noch den letzten, den dritten Professor finden. Oh. Die Forschungsabteilung entwickelt Waffen, Laserarmeiten, Tarnungstechnologie, alles Mögliche. Die Bösen kriegen immer größere Klaren. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus sein. Okay, da steht hier Überfallstalker. Ich schieße einfach mal drauf. Da steht er immer noch. Ja, mal gucken, wie ich jetzt wieder zu dir komme. Der hat mir am Ohrstempel abgesetzt. Ach, bist du ganz weit weg? Nee, du bist doch direkt hinter mir. Bin oder? Ich jetzt. Wo muss ich jetzt hin? Ey, meine Fresse. Ach, du bist da unten. Ah, der einfach da hoch, glaube ich. Und dann da rein. Warte, ja, wieder zurück. Hallo, Karte, warst du direkt neben mir? Ja, ja. Ah, da war immer die Wand dazwischen. Ja, jetzt bist du bei mir hier. Ja. Und hier scheint auch direkt der dritte zu sein. Ah, ich sammle hier mal das ganze Zeug sein. Wo ist er denn? Hier? Hä? Also laut Karte ist das Ziel hier. Und vielleicht hier hoch. Und dann hier. Was ist das? Ah, da. Töten Sie diese Kreaturen, dann reden wir. Oh ja. Komm schon. Was ist denn jetzt hin? Huhu. Du Stalker, wo bist du? Da. Ach, der ist schon tot. So, war's das? Oh, wie sieht der denn aus? Hey, meine Keycard ist mir runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen. Können Sie sie finden und mich hier rausholen? So, ah, ja. Die Schlüssel sind Ihnen runtergefallen. Hey, ich habe einen Doktor in der Iridiumforschung. Nicht den Schlüssel festhalten und bloß nicht fallen lassen. Das hat mein College nicht angeboten. Okay, irgendein Viech killen, damit wir die Schlüsselkarte bekommen. Oh, das scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Ein ganzes Gebiet wieder. Technologie gearbeitet, die für Hyperions Scharfschützen einsetzen will. Stell dir vor, die gehen in Stellung, werden unsichtbar und die Schurken haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. Und die werden sich dann nicht denken, es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist, aber jedenfalls wird es cool. Okay. Irgendein unsichtbares Viech hat also unsere Schlüsselkarte. Komm schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Ist da noch einer? Da. Komm schon. Oh ja. Aber wir sind noch außerhalb des Bereiches. Also die muss irgendwo anders sein hier. Wie weiter hier hinten. Hier irgendwo. Ach, der Große. Wer hätte es gedacht? Wow, was kann er denn für eine Tackle-Attacke da? Der hat ein gutes Schutzschild. Ich zieh den ja kaum was ab. Echt? Ne. Wow. Auch ganz schön groß. Hoffentlich stirbt er danach schnell. Oh nein. Ist hier irgendein kleiner, den ich mal eben abschießen könnte? Jawohl. Da habe ich auch direkt kritische immer rein. Der ist direkt hinter dir. Oh, oh, oh. Okay, jetzt gleich ist das Schutzschild weg. Endlich. Okay, danach hält er nicht mehr ganz so viel aus. Keine Munition, Mann. Also. So, geht doch.
Und jetzt lassen Sie mich raus. Ich gehe in Jacks Büro, um die Verteidigung der Helios abzuschalten. Das ging doch dann schnell. Hier zurück. Na, aufnehmen, aufnehmen. Ein bisschen Geld. Kommst du mit? Ja, ja. Ja. Oh, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Hier lang, ah, da können wir es aufmachen. Perfekt. Offen. Glaube ich zumindest. Ja, offen. Aber er ist weg. Toll. Ah, er ist da unten. Danke für die Hilfe. Ich enttarne den Ausgang. Ah ja. Ist das ein tragbares Tarngerät? Ja, habe ich für Jack aus Stalker-Dosen gemacht. Soll wie seine Taschenuhr aussehen. Kannst du es ihm geben? Nö. Oh. Wieso überrascht mich das nicht? Mann, ich habe eben einen leichten Tatterich. Danke, dass Sie es mir reinreiben. Bottle. Gut gemacht. Alle Wissenschaftler sind sicher und wir können dich zum Laser bringen. Wir treffen uns bei Jack. Oh, da haben wir hier. Oh. Oh, da komme ich nicht mehr hoch. Oh, du bist angegriffen. Mein Gott. Ah, ich bin schon zu weit, verdammt. Verdammt. Ein scheiß Badass-Stalker. Warum kontrolliert Sabo dann ja, die Nerven. Das Verteidigungssystem der Helios. Wir haben das Störsignal abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Sarpedon könnte einen schwächeren Störsender am Körper tragen. Sie könnte auch noch einen Maulwurf auf der Helios haben, wie den Bürger. Oder sie hat das Verteidigungssystem umprogrammiert. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Das ist nur eine Möglichkeit. Ich... Jack? Jack, sind Sie noch dran? Meine Fresse, stirb, du Scheißviech. Wir reisen. Nein, ich will die Granate haben. Lass mal bitte. Ich kann jetzt eh nicht reisen, wenn du am Sterben bist. Ah, geht das mir auf den Sack. Weil die Granate sind saugeil, ja. Okay, dann warte ich kurz. Ein bisschen Haribo. 893 und 300 nochmal, das ist da oben. Oh, voll, ich geh kaputt. Lass Bescheid, wenn du fertig bist. Moment. Wie lasse ich fallen, Kuh? Oh, ich habe einen Badass-Token über. Das kann ich nicht nehmen. Granatenschaden. Kritischer Trefferschaden, das ist doch gut. Plus 0,7%. So, Rüstung raus hat ein Mistviech. So. Jawohl. Fertig? Okay, yep. Wir reisen. 3, 2, 1, 0. Oh, da war noch irgendwas Gutes, aber egal. Ist das ein Gegner? Oh, das ist schon wieder ein Gegner. Oh, die Granate testen. Aber ich glaube, der ist zu schnell. Oh. Boah, die ist gut. Warte, ich glaube, wenn der da stehen bleibt, kriege ich ihn, aber so ist er auch gut. So. Bam, weggetackelt. Weggetackelt. Kannst du den tackeln? Ja, mit dem Schild so. Ach so. Mhm. Ja, Top-Schild hier. Also mit diesem Schild, was die immer hält. Naja. Oh, schon wieder Gegner, wo sind wir da? Oh. Ah, komm schon. Viel Spaß bei der Granate. Blum. Jawohl, komm. Glückstreffer, na klar. Pures Können. Verteidige und schütze. Ja.
Oh. Oh nein. Aber jetzt. Neue Stärke. Ja, oh nein. Ah, die krieg ich. Oh, jetzt versteckt er sich dahinter, gibt's doch nicht. Dann bist du eben mal dran. Ach, das ist auch noch ein Badass, na klar. Oh, das wird aber eng. Da boost du die Bazooka her. Boah, was geht denn hier ab? Ja, die waren gar nicht mehr so schlecht da gerade. Viele. Ja. Boah. Oh, hab ich den nicht getroffen? Ja, die hätten sogar zwei von der Bazooka aus. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, komm du auch noch. Was ist das? Nein. Das wollen wir nicht. Oh, jetzt bin ich erstmal hier bei einer anderen Waffe wieder. Nicht das Sniper. Die Pistole ist gut. Ja, komm. Ja, ich glaube, wir laufen richtig. Jawohl, der ist tot. Oh, da kommt schon wieder einer raus. Komm schon. Kaputt geboxt. Hier schieße ich einfach gegen die Kiste da. Ach, verdammt. Ah, ja. Hey, ich wollte gerade mein Schild anmachen. Danke. Ah, ich treffe nicht. Vielen Dank. Zack. Aber wir sind fast da schon wieder. Und schon wieder ein Drittel Level oder so an Skillpunkten schon wieder reingeholt. Schnell. Ja, geht wirklich gut gerade. Geben wirklich viele Punkte die Gegner. Mhm. Okay, hier in der Mitte müssen wir hin. Na komm. Munition, Money. Und. Jetzt hängen wir hier drin. So, hier hat er uns davon die Tür aufgemacht. Müssen wieder reisen. Ja. 1-0. Jack's Office. Zuletzt stand er den Gang ganz durch. Ist hier der geile Staubsauger. Oder was es auch immer sein soll. Geht nicht kaputt. Wo ist er? Hallo. Hier mal wieder Mr. Burns und da den Dr. No. Hi, Nisha. Hi, Roe. Ja. Guter Text. Roe und ich haben uns von der anderen Seite der Helios hierher durchgeboxt. Ich hoffe, auf der Seite. Hier, guck auf Foto. Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen, die den Laser schützen. Bist du auf dem Foto drauf? Eine Sache. Irgend so ein Kind. Ah. Lass uns reden. Geil. Cool. So, was müssen wir jetzt machen? Sprich mit Jack. Er ist weg. Ein Tarngerät, hä? Huh? Danke, Doc. Also, lebe ich noch. Bin Ihnen sehr verbunden. Nein, Sie sind toll. Sie sind toll. Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützten. Wir gehen ihn jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das Sie hier wegbringt. Kammerjäger, drück den Knopf da drüben. Lieben Knopf? Wir schießen ihn jetzt bestimmt ab, oder so. Der Kamin geht auf. Ah. Okay. Neuer Plan, Leute. Dr. Redstone hat mich informiert, dass einer von euch ein Maulwurf von Sarpedon sein könnte. Könnte, ich sagte könnte. Hunderte unschuldiger Leben stehen hier auf dem Spiel, Kinder. Da kann ich kein Risiko eingehen. Einmal eine Kugel in den Rücken kriegen, selber schuld. Aber zweimal. Tut mir ja auch wirklich leid, falls euch das tröstet. Alle vier Professoren. Sag nicht! Also werden die rausgezogen. Ja, anscheinend. Flip, 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 flip. Blum. Oh. Oh mein Gott. Ah, das
Das fühlte sich gut an. Na, wird er langsam zum Irren? Ich denke. Nee, das ist auch. Sein, dass ich mich noch hierher zurückziehen muss. Klingt nach einem Plan. Roland, das war Mord. Er hat... Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Sieh mal, hätte ich die Wissenschaftler nicht eliminiert, hätte eine der Verteidigungsanlagen wieder aktiviert, während du durchgegangen bist. Du wärst gegrillt worden wie ein Skagsteak. Denk da mal drüber nach. Diese Leute waren voller Angst. Die hätten uns nichts getan. Abschließen. Yeah, rette Wissenschaftler. Ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Hirn frisch angezapft. Boah, wir sind ja beide kacke. Wir sind nur von der Feuerrate recht schnell, die obere. Ich glaube, ich nehme die obere, geht nach Frostschaden. Kapitel 9, pass auf, wo du hintrittst. Eine echte Odyssee erwartet dich auf der Suche nach der besseren Waffen. Optimale Mission. Ich habe in der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Müsst ihr das mal ansehen? Haben wir da noch an der Wand? Mal schauen, was da noch für eine Mission ist. Oh, direkt mehrere. Was haben wir da? Optimale Mission. Das fällt nur von Stalking oder aufgeregt. Grusel. Was haben wir hier? Hier Sporn. Der Kerl ist angepisster als ein Laternenpfahl oder ein Zwölfjäger auf EchoNet Live. Nehmen wir auch. Es geht um Tod oder Leben. Und dann haben wir hier noch Belästigung. Oh. Das ist nicht cool. Guck dir die Waffe an. Wow, sie ist schnell. Wo ist denn die her? Ist das die von bekommen? Oh. Die geht durch. Oh, ist sie schnell. So, ich gucke jetzt erstmal. Boah, nachladen tut die auch noch schneller. Boah, ist hier doch gar nicht mal so kacke. Die ist geil. Weiß nur nicht, was dir so taugt. Die ist zwar von der Waffen- vom Zielen scheiße, aber sonst gut. Ich nehme mal hier Waffenschaden. Ich hier noch ein bisschen was ausgeben kann? Nein. Wir haben jetzt einige Missionen, haben wir hier. Was haben wir da? Wir haben eine optimale Story-Mission. Dann haben wir optimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich glaube, eine können wir noch machen, eine optimale dabei. Was haben wir denn? Pass auf, wo du hintrittst. Hart. Okay, das ist 21, der ist schon ganz schön hoch. 18. Und das hier ist 18. 18, sonst alles 18. So, irgendwo Hyperion Herzes, bla bla bla. Finde Deon, sammle das Echo-Tagebuch auf. Verschafft der Zutritt zum Wachbüro. Und hier haben wir Legesoldaten der Lost Legion. Das ist Level 19. Sollen wir. Wir fangen einfach mal hier mit der oberen an, da. Nachvertont. No. Sorry, ein paar des liebsten Typen kontrollieren mein Spruchausgabeterminal und zwingen mich, blödes Zeug zu sagen. Kill sie bitte. Ja, das kriegen wir noch hin. Hoffentlich wieder reisen. Dahin reisen. Ist das weit weg? Karte. Oh, geht. Alter, kann man noch eine andere Mission einsammeln? Ich verstehe die Logik, aber wenn dieser Job fertig ist, mache ich Schluss. Ob die Kauf ich mir auch noch mal? Hast du noch mit Jack kooperiert? Du doch auch. Pandora musste gerettet werden, so schrecklich Jacks Entscheidung auch gewesen sein mag. Ich sammle noch mal eben die andere Mission hier ein. Verhindern, dass sie weiter an deiner KI rumfummeln. Verstanden? Ich bin keine KI. Ich bin ein Mensch. Ich sitze in einem dunklen Raum und lese vor, was man mir sagt. Aha, noch so eine Nachricht von diesen Pennern. Da steht Pokosalat. Ich bin eine erwachsene Frau und muss Pokosalat sagen, weil irgendein Arsch dieses Wort aufgeschrieben hat. Ja, sehr. Die Jägervisagen sehen aus wie Kinderpipi. Oh Mann, wie ich das hasse. Ach, da drin ist das Ding. Oben und unten.
Ich bin unten gerade. Ich sammle hier gerade noch eine optimale Mission ein. So, optimale Mission. Ein Funke reicht aus. Alle Bazillen sind zu vernichten. Meine Putzbots sind verschwunden. Putzbots? Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Das hört sich auch geil an. Mach Unordnung, damit sich meine Mitarbeiter zeigen. Ja. Yeah. Umwerfen. Dann nehmen wir die. Und dann? Da kommt der Putzbot. Da, was soll ich denn machen? Fange den Reinigungsbot. Yeah! Ich hab ihn. Das ist geil, musst du so Mülltonne umwerfen, dann kommen die. Okay, mehr Unordnung. Oh oh. Hab ich das Rohr? Rohr. Welches Rohr denn? Rohr. Ach, da oben. Sieh dir das an. Jemand könnte ausrutschen und sich den Schädel brechen. Das gäbe dann überhaupt nicht. Ich bin wütend über dein Chaos, das du verursacht hast. Gleich kommt ein Bot vorbei. Fang ihn ein. Und Achtung, entdeckt. Oh. Shit. Boah, der Laser ist so übel für meinen Effekt. Ich muss einmal hier irgendwie das Viech kaputt bekommen. Ah. Ach nein! Toll, jetzt sterbe ich hier, weil kein Gegner zur Sicht ist. Außer der fette Riesenarsch da. Ah. Tot. Renn doch nicht weg, du doof Mann. Weil die sich versteckt haben. Hoffentlich bleibt jetzt dieser Staubsauger da. Dass wir den Staubsauger hier noch bekommen. Staubsaugerjagd. Minus 80. Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Das ist ganz schön weit weg. Hier lang. Und dann da runter. Hier ist so eine geile Musik. Da lang. Und durch den Tunnel durch. Du hast so viel Spaß an der Sache. Ja, ich muss ein Stückchen laufen. Hast du den Roboter? Hä? Den Roboter, hast du den? Welchen jetzt? Diesen kleinen Staub. Oh, nee. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt überlebe jetzt. Zurück in den Kampf. So, Mondstein. Misha ist bereit zu töten. Ach, guck mal, da ist er. Die Bazillen im Keim ersticken. Bazillokalypse. Oh, noch ein. Wahrscheinlich. Schieß auf die Ölfässer. Ölfässer, wo sind die Ölfässer? Bam. Ah, irgendwo hier. Ölfass. Ah, komm schon. Oh, wie viele spawnen denn hier? Wo ist denn das Ölfass? Ich sehe das Ölfass nicht. Ach, noch eine Etage tiefer. Also hier durch. Boah, das Bild, das finde ich auch geil. Da muss ich auch einen Screenshot von machen. So. Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht. Sieh nur, wie schmutzig das ist. Es verteilt sich überall. Ich finde, die hört sich so ein ganz klein bisschen an wie die Stimme hier von Sandy da aus Texas hier von SpongeBob. Ja. Yeah. Und in meinem Fall unmöglich. Findest du nicht? Ja, ne? Ein bisschen. Oh, da ist der Putzbot. Ich hab ihn. Arsch. Sonst gibt's eine Mundspülung mit Batteriesäure. Tja. Boah. So, dann wieder zurück abliefern. Dann hätten wir es auch. Ich lasse die alle mal in Ruhe. Bum, 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 bum.
Ah, diese Bilder an der Wand, echt geil. So. Lasse geschlossen. Mal gucken, was das gibt. Was bekommen wir? Großen Putzbesen. Das Putzageddon beginnt. Die Bazillen werden geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont. Tja. Wenn es dich nicht fressen kann, ist es nicht stark genug. Nun seht euch das an. Ich baue einen Bunker für den Bazillenkrieg. Dort gibt es Alkohol und Feuer. Anpassung. Toll. Okay. Also, gab also nur Punkte, okay. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Mhm. Und machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis bald. Ciao.